Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Minecraft Natur Folge 9, glaube ich. So. Gehen wir mal hier runter. Mal Kupfer. Hier ist nochmal Kohle. Wir haben es gleich. 3, 4, 5. Mehr Kohle brauchen wir erstmal nicht. Ne? Deck ist voll. Sehr schön. Hier können wir nochmal das Fleisch wegwerfen. Redstone. Oh mein Gott. Uah. Kohle. Genau, hol dir mal das Redstone. Ja, das klingt doch sehr vertrauenswürdig hier. Alles. So. Zur Not müssen wir uns hier halt nochmal eine Spitzhacke machen hier unten. Aber, holla die Waldfee. Denn irgendwo hier. Sieht so aus, als könnte man da. Wir gucken einfach mal. Wir finden 100 pro Diamanten. Ich bin mir da sehr, sehr siegessicher. Eigentlich müssen wir uns aber eine neue Spitzhacke machen. So. Was denn? Aber das ist doch nicht nur dieses kleine Loch, wo wir reingeguckt haben, oder? Nee. Nee, nee, nee. Stein können wir auch mitnehmen zum Bauen. Aber ich würde gerne hier einmal rundherum gucken. So. Ich hätte jetzt echt gern Wasser zum Draufschütten, damit wir da einfach... Ist da vulkanmäßig oder was? Hier. Spuckt der Lava? Tonklumpen behalten wir mal. Das behalten wir auch. Federn. Komm, wir tun mal die Federn weg, weil wir kriegen immer wieder neue. Wir haben das, die Hühner schon zu Hause. Zumindest den Anfang der Hühner. Da kriegen wir ja Federn her. Da können wir doch einfach mal auch Federn hier... lassen. Gleich echt eine neue Spitzhacke machen, ne? Okay, ich sehe dann nix. Redstone lasse ich erstmal. Wir brauchen, glaube ich, vorerst keinen Redstone. Von daher... Aber schon geil, wie die Lava hier schießt. Also... Das sieht schon cool aus. Da kommt Lava runter. Okay. Da ist Eisen und geht es auch wieder ein bisschen hoch. Höhle. Höhle. Okay, geht es ganz schön hoch. Bin gerade ein bisschen. Wo habe ich den Zombie gehört? Da, okay. Hoffentlich kommt er nicht runtergesprungen und schubst uns hier rein. Dann raste ich aus. Ja, ja, ja! Alter! Es war so klar! In dem Moment, wo du dem Rücken zudrehst. Es war so klar! Boah, ich mich gerade erschrocken. Du kleiner Arsch, ey. Da habe ich mich gerade echt erschrocken, muss ich ganz ehrlich sagen. Da komm mal her. Töp, Ofen. Ofen, danke. Schmeiß mal das hier weg. Ofen. Gerade wieder ein bisschen einschmelzen hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gerade mal eine Kohle reicht. Eine reicht, ne? Ich glaube, eine reicht. Dann gucken wir mal. Haben wir noch... Na, wir haben auf jeden Fall noch ein bisschen Platz. Dann können wir einmal Kohle reinknallen. Wir können die hier wegtun. Dann können wir da nochmal Kohle reinknallen. Chilisamen, Tomatensamen.
Können wir eigentlich alles so lassen. Okay. Der brutzelt hier noch. Gerade mal. So. Und so. Dann haben wir schon mal eine. Bleibt nicht da drin, ne? Hä? Die sind weg, die Sticks. Sind die jetzt verbrannt? Aber fies. Ach, komm, mach. So. Ausholen. Zack. Und zack. Haben wir noch eine. Sehr schön. Dann gucken wir mal weiter. Ob wir hier noch Diamanten finden oder nicht. Ich buddel immer so Lavaseen, buddel ich immer so frei. Weil da meistens immer irgendwas ist. So, könnte auch schon fast wie bei Super Mario hier unten sein, wo diese ganzen Feuerkugeln immer so wo du so drüber hüpfen musst. Sieht ein bisschen so aus. Och du Kacke, wie weit geht das denn noch? Schon sehr weit. Warte mal. So, ich weiß, spannendste Folge ever, ne? Jetzt sind wir hier einmal um die Lava rum am Buddeln. Gibt Geileres, ist mir schon klar. Aber gehört halt dazu. Ist ja auch so etwas, was heutzutage nicht mehr gemacht wird, ne? Dieses Geduld. Oder für etwas arbeiten. Man hat das Gefühl, es muss immer alles sofort fertig sein. Es muss sofort verfügbar sein. Es muss sofort da sein. Und wenn ich es jetzt will, dann will ich das jetzt. Und nicht gleich und nicht morgen und nicht... Ich will das jetzt. Ja, okay. Hey. Ach so, ganz, 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 ganz furchtbar. So. Da kommt Kupfer. Würde gerne mal hier mehr sehen. Was ist das? Geht auf jeden Fall kaputt, aber... Auf jeden Fall sehr stabil. Es ist stabilo. Hoho, okay. Man merkt, dass ich selber schon mürbe werde von diesem Steineklopfen hier drumherum, weil der Lavasee ist einfach unnormal groß. Aber gut. Jetzt lass doch mal hier... Wenn wir gleich Diamanten finden, dann hat es sich gelohnt. Ich sag's ja nur. Aber wie riesig ist das denn hier bitte? Guck mal, wie weit wir hier schon rum sind. Was sind diese Blöcke, die viel aushalten, ne? Was ist denn für Blöcke? Hier bitte nicht verbrennen. Slate. Einfach nur Slate. Aber warum ist der Purple Slate dann so einfach abzubauen und der Slate hier so schwierig? Macht das Sinn? Nö. So. Dürfte ich mal was sehen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir sind gleich rum. So wie das aussieht. Ja, wir sind gleich rum. Okay. Hier geht es ja nochmal rein, aber ich glaube nicht so weit. Und dann haben wir es auch geschafft, Gott sei Dank. Kein Bock mehr hier drum herum zu... Och nö. Och nö, nicht der nächste Lavasee, bitte nicht. Was, eine Hexe? Wo? Wo? Das ist nicht dein Ernst, Hexe. Aber wir können hier mal gerade weiter gucken. Vielleicht finden wir hier ja noch was. Okay, Eisen. Immerhin. Aber... Ach, schade, ich hätte echt mit mehr Diamanten gerechnet. Also überhaupt mit Diamanten. Wo ist denn diese Hexe? Aber da muss hier doch irgendwo eine Mine sein, wenn hier eine Hexe ist. Irgendwo da oben. Hier sind wir doch hergekommen, ne? Oder? Ich glaube. Eieiei.
war jetzt ein bisschen anstrengend und ein bisschen sinnbefreit. So, hier ist dieses Loch, ne? Da buddel ich jetzt nicht drumherum. Keine Chance. Da habe ich keinen Bock drauf. So, was haben wir hier? Oh, Emeralds! Da ist die Hexe. Emeralds müssen wir auf jeden Fall auch mitnehmen. Dann können wir nämlich mit Villagern handeln, wenn wir dann demnächst mal welche finden sollten. Außer Otto. Okay. Schon mal gut. Haben wir schon mal 6 Stück. Und hier ist nochmal Eisen. Können wir auch mitnehmen? Haben wir da noch Platz? 24? Ja, wir können noch ein bisschen Eisen mitnehmen. Was denn hier für eine... Ja, ist wie so ein Höllenschlund hier. So. Weltbeste Hexe. Hat ihren einen Trank daneben geworfen und dann war es schon... Wäre geil, wenn es hier wirklich irgendwann einfach einstürzen würde. Ich würde zwar einfach so verkrepeln, aber ich fände es cool. Einfach so wegsterben. Mit coolen Effekt. Da ist man doch gleich dabei. Effekt ist noch alles heute, ja? Guck dir die Transformers-Filme an. Okay, was es hier nicht alles gibt. Aber irgendwie... Nix Wildes. Also nicht das, was ich suche. Also wir haben ja noch Platz für Eisen, ne? Nehmen wir gerade mit. Außerdem haben wir 2 Spitzhacken gemacht. Ja, da müssen wir die auch nutzen. Flup, flup. Flup, flup. Hallo, Creepermann, der explodieren kann. So. Oh, warte mal. Keine Fackeln mehr? So gar keine? Okay. Doch nicht nur 24. Ah ja, egal. Hier. Gerade mal gucken, haben wir noch... Schmeiß mal die Erde weg, nehmen wir die Kohle wieder mit. Ja. Hallo, ihr da drüben. Aber was ist denn? Kacke. Ich habe gerade die Erde weggeschmissen, ne? Hallo, Creeper. Skelett, Creeper. Okay, Mann, wir müssen noch ein paar Diamanten mitholen können. Tschö. Gut. Wir müssen noch ein paar Diamanten mitholen können, ne? Hm. 196 Steine haben wir gerade da. Okay. Jo. Aua. Hier ist ein übrigen Monster-Spawner direkt neben mir. Ach, ja, okay. Warum auch nicht? Ich meine, der funktioniert super, der Spawner, muss man mal sagen. Oh, eine Magenta-Rune, eine blaue Rune. Was ist das denn? Melonenkerne? Ja, die braucht man nicht. Noch, aber was sind das denn für Runen? Eine Rainbow-Rune? Und was mache ich dann damit? Ich nehme die mal mit, weil ich keine Ahnung habe, aber okay. Ach, komm doch mal her hier. So, danke. Schlurp, 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 schlurp. Ein bisschen Eisen hat er kaputt gemacht. War doch ein bisschen hilfreich, der junge Mann. War ein bisschen grün, aber ansonsten... glaube ich, ging es ihm ganz gut. So. Noch ein bisschen Gold. Aber keine Diamanten. Was ist denn hier kaputt? Das ist auch Eisen. Können wir mitnehmen? So, hier ist auch nochmal Eisen. Ich würde sagen, wir machen uns gleich echt auf dem Heimweg, weil... hier ist nichts. Also keine Diamanten. Das kann ja nicht wahr sein. Wir haben selten so wenig Glück.
In die Richtung. Ist hier noch was? Ach ja, guck mal. Och, Heidewitzka. Hier können wir gleich wieder runtergehen und weitergucken. Hallo, die Herren. Wie kann ich euch helfen? So. Der ist ja... Kann der nicht mal hauen? Der steht da gar nicht. Okay. Immer ein bisschen vorsichtig, weil nicht, dass er uns hier runterschubst. Okay, hier unten ist aber auch nix. Denn hier mit der Höhle los. Das ist sehr merkwürdig. Nun gut, hier ist noch ein bisschen Eisen. Da. Und dann schauen wir uns mal um und gehen nach Hause. Keine Lust mehr. Wir werden hier keine Diamanten finden. Aber da geht es ja auch relativ hoch, ne? Sieht auch fast aus, als würde es da oben rausgehen. Können ja mal gucken, ob wir da hochkommen. Dem komischen Baby-Zombie, das nicht da ist, aber... So. Nee, hier oben geht's nicht raus. Aber wir können ja... Wir machen es uns gleich mal einfach mit dem Rauskommen. So. Oh, guck mal. Gleich der nächste Gang. Läuft bei uns. So wie es aussieht, führt der auch ganz schön hoch. Und wieder runter. Es regnet. Okay, aber wir kommen hier schon mal raus. War eher schlecht als recht, aber... gerade ein bisschen dunkel, ne? Tut mir leid. Ich muss gerade gucken, dass ich hier nicht runterfalle. Das ist immer so ein bisschen knifflig. Wir wollen ja nicht jetzt auf dem letzten Meter sterben. Die Frage ist, wo sind wir jetzt? Und wie kommen wir nach Hause? Hi. Was ist denn los? Sehen wir irgendwas, was uns bekannt vorkommt? Da hinten leuchtet es schon mal. Boah, mit Regen ist richtig schwer, was zu erkennen. Also es geht nicht nur euch so, es geht mir auch so. Geil! Voll gut. Voll gut. Okay. Echt mega gut. Also hätte ich jetzt nicht gedacht. Das war einfacher als erwartet. Ich wollte erstmal auf den Berg hoch und gucken, ob ich was sehe, was ich kenne. Aber gut, dass wir dann gleich so ein leuchtendes Skeletthaus sehen, ist doch okay. Können wir uns doch nicht beschweren. Nee, Skelett, lass mich in Ruhe. Jetzt sprinte ich mal gerade. Ich will nur hier rein. Will schlafen. Achso, wir müssen... Ich weiß gar nicht, ob Schlafen Zeit ist. Ich denke mal schon. Aber wir müssen mal... Warte. Einmal hinten hin. Ich möchte den Hahn krähen hören. Wenn die Sonne aufgeht und so, das Wetter besser wird, ich möchte den Krähen hören, den Hahn. Immer noch kein Ei drin. Irgendwie raff ich das nicht. Ja. Warum regnet es hier rein? Das ist sehr merkwürdig. Aber auch nur da.
Den Entsafter. Wir haben ja keine Dingens, ne? Schlurp, 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 schlurp. Müssen wir mal gucken, dass da irgendwas. Papa Ingot. Ja, gut, das ist mir jetzt eigentlich relativ egal. Die Karotte können wir einpflanzen. Was können wir eigentlich mit Karotten machen? Kaninchenragout, Kaninchenragout. Eine goldene Karotte. Eine Karottenrute, klar. Gemüsestreifen, okay. Ein Veggie-Köder. Was soll ich denn damit ködern? Ein dankbares Abendessen. Top-Tier-Food. Always edible. Buffs Player. Boah, okay, das ist wirklich top. 12 Coin und 29 von diesem gelben. Alter, das ist richtig top. Aber guck mal, was wir brauchen. Toastbrot, Süßkartoffelkuchen, Cranberry-Marmelade, Mais, Kartoffelbrei, gebratenes Fleisch, Karotte. Boah, das ist echt viel. Surf and Turf, okay. Das ist schon cool mit der Karotte. Ja, ja, jetzt mach mal einen Rügen. Alter. Ich würde sagen, ist es windig oder übertreibt er einfach? Ich wollte doch gar keine Werkbank. Ich habe doch eine mobile. Warte mal. Ich wollte eigentlich eine Kiste machen, die wir dann wieder rüberschleppen können. Zur Not. Nur, dass wir hier mal ein bisschen Platz schaffen. Mal diese Runen reintun zum Beispiel. Ja, ist doch gut jetzt. Das ist kein Höhlensound mehr. Das hört sich an, als würde da irgendein fieses Monster leben da unten. Hier, pass auf. Knall mal die Cola da rein. Dann machen wir uns hier... Machen wir uns noch einen Ofen. Ja, wir machen uns noch zwei Öfen. Warte mal. So. Dann knallen wir da jetzt auch nochmal Kohle rein. Wo ist mein Backpack? Oder haben wir die Kohle hier? Da ist Backpack. Zack. Und zack. Ab dafür. Ah, machen wir mal die Hälfte da rein. Dann kann hier schon mal 23 Golderz rein. In das andere könnte schon mal 64 Eisen und 45 Eisen. So. Bienenwaben kriegen wir ohne Ende. Aber warum legen die denn keine Eier da rein? Ich raff das nicht. Muss ich in der Nähe sein? Wie so ein geladener Chunk oder? Ich würde sagen, wir machen für diese Folge mal Schluss. Sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann gucken wir mal, dass wir den Kran-Hähn hören. Also den Hahn-Krähen hören. Und vielleicht mal Eier gelegt bekommen. Aber bis dahin. Ciao. Mit V.